Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, ihr geilen Schnitten. Es tut mir leid, dass gestern kein Video gekommen ist. Ich war gestern actually im Krankenhaus. Ja, jetzt bin ich wieder daheim und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Was geht's, SlowDmG hier. Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und da sind wir wieder zurück, meine lieben Freunde, mit einem neuen Meeting-Video. Im Hintergrund seht ihr, wie wir versuchen, unsere Rüstung jetzt ein bisschen beim 6.7. zu drehen. Natürlich haben wir auch ein paar kleine Segnungen gefarmt, die später noch auf ein anderes Item raufgehauen werden. Das seht ihr aber dann später im Video. In der Rüstung wollen wir eigentlich AW drin haben. Ja, klappt bisher leider nicht so ganz, aber das wird irgendwann noch funktionieren. Hier versuchen wir gerade noch unser 23% Band ein bisschen höher zu uppen. In der Hoffnung, dass es vielleicht direkt einen Sprung auf 25% macht. Ich habe mir ja in den letzten Videos ein paar Ideen bzw. Meinungen von euch eingeholt. Wie soll ich das Band weiter uppen? Wurde auch oft gesagt, kauft ihr direkt ein 20% Band, versucht das dann hoch zu uppen und. Tatsächlich ist es bei mir so, ich höre mir eure Meinung immer sehr gerne an. Aber entscheide dann am Ende selber, wie ich das am besten mache. Wenn mir halt irgendwas besser gefällt, natürlich werde ich die Meinung dann auch durchführen, wie man es nehmen will, ne? Aber so ist das halt. Im Hintergrund seht ihr nochmal, wie wir versuchen, den Zodiac-Bogen zu uppen. Ja, mit MM, ich weiß. Schmiede hat bei mir nicht so dolle geklappt, genauso ähnlich wie MM. Ist halt so eine Sache mit dem Bogen. Und wir haben uns auch in dieser Folge für etwas anderes entschieden, was wir mit dem Bogen machen. Das werdet ihr auch gleich sehen. Jetzt tun wir erstmal die 6.7. vom Bogen drehen. Da gegen Halbmenschenkraft der Blitze. Oh, nee, danke. Wollen wir ein bisschen was anderes drin haben. Und jetzt haben wir bekommen 5 Mädchen Eingift. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, komm, weißt du was, das passt schon so. Ist in Ordnung. Ein Gift juckt nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, dass da ein Gift drin ist. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich habe den Bogen plus 8 eingebaut. Bevor ihr hier gleich jetzt alle hier direkt in die Kommentare gehen und sagen, hey, warum hast du denn nicht auf 9 gehabt? Was machst du für eine Scheiße? Lass mich kurz erklären. Nummer 1, der Bogen hat eh nur 37 DSS. Und er hat jetzt nicht die besten DSS-Werte. Hätte der jetzt, sagen wir, 45 plus gehabt oder 42 plus, ja, dann hätte ich den auf jeden Fall auf 9 gezogen, bevor ich den eingebaut hätte. Fakt ist aber, der hat nicht die besten DSS-Werte. Ist das in Ordnung? Und plus 8 reicht da auch erstmal wirklich komplett dicke der Bogen, bis wir uns irgendwann wirklich ein neues Schulterband holen mit einem richtig gescheiten Zodiac-Bogen 9 oder sogar gegebenenfalls sogar schon mit einem Schlangenbogen. Deshalb fürs Erste reicht er vollkommen für das, was wir machen. Wir machen auch schon eindeutig mehr Damage damit. So, deshalb fürs allererste reicht uns dieses Schulterband mit dem Zodiac-Bogen 8 volle Male. Wie gesagt, wenn ihr jetzt Bock habt zu haten, euer innerer Monk getriggert ist, weil ich den nicht plus 9 geappt habe, ab in die Kommentare, lasst eure Wut freien Lauf. Ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu sein werden, aber für meine Verhältnisse reicht das wirklich erstmal dicke. Es ist immer noch besser, als wo ich den Lekana gespielt habe, einen Zodiac-Bogen plus 9, mit was waren es, 42 DSS, 43 DSS, weil ich da geswitcht habe. Ohne 6.7. ins Band gemacht habe, ja, das ist immer noch besser, okay, also bitte, habt da ein bisschen Rücksicht, ja. Aber wir haben auch schön an Events gefarmt, wie ihr schon gesehen habt, Konsis haben wir gefarmt und, übrigens hier haben wir übrigens die Feuerschuhe auf plus 8 versucht mit Drachensägis und sie sind auch direkt auf 8 durch, somit haben die Feuerschuhe jetzt auch erstmal plus 8. Das zum Thema Drachensägis sind scheiße, ich mag sie, ich weiß nicht, ich habe mich in der letzten Zeit in Drachensägis verliebt, naja. Auf jeden Fall, ihr seht genau zu dem Punkt Events, ich nehme momentan die Events sehr viel mit, kleine Segnungen, konzentrierte Lesen und. Tatsächlich habe ich jetzt für die nächsten Videos nicht mehr viele Aufnahmen, da ich momentan an was ganz anderem dran bin, nämlich ich baue mir momentan eine Spendengilde auf. Das bedeutet, ich erstelle mir momentan immer so 6 Chars, stelle die mit 2, tue die mit Autor und Level 30 leveln und das mache ich jetzt erstmal, bis die komplette Gilde voll ist. Momentan ist die Gilde Level 18, musst du noch auf Level 20 machen, gerade können 68 Chars rein und 66 Slots sind gerade belegt mit Level 30er Chars. Ich werde tatsächlich auch noch alle Level 30er Chars auf Level 50 leveln, das werde ich aber erst im späteren Verlauf machen, wenn ich wirklich alle Chars 30 habe, dann nehme ich sogar alle Chars, tue die in den SC3 stellen und werde dann im SC3 alle Chars ganz gediegen auf Level 50 leveln. Na, der Hintergrund ist, dass wir mit denen dann noch immer noch die Daily Core abholen können. Und das wird dann auf jeden Fall ganz geil. Das bin ich momentan am Aufbauen. Das erfahre ich mit den Mengen jetzt gerade die letzten Tage ein bisschen weniger. Weil ich vor allem mit einem Nebenchar gerade, wo auf dem Account von Maines im SC3 stehe, um die Gilde zu leveln. So, deshalb, ja, ist halt gerade so. Da werden auf jeden Fall, muss ich noch ein paar weitere Aufnahmen sammeln. Hier haben wir auch gerade einen Titani neuen gehabt mit Leichtigkeit, Drachensigis for the win. So muss das. Und jetzt versuchen wir es nochmal ein paar Mal zu switchen. Vielleicht um noch gute Nebenbonis rein, allgemein gute Bonis reinzubekommen. Vielleicht könnten wir ja unser Schild, was wir haben, unser Titani auf dem Main sogar austauschen. Na, deshalb schauen wir mal, wenn nicht, verkaufen wir es einfach. Ist relativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, bis jetzt nichts Gutes, 10 Blocken, 6 Stärke, 10 Orks, joa, wäre das Max, hätte man es lassen können vielleicht. Na, nichts Gutes, 10 Tiere, 12 Witz, 20 Tiere, 20 Teufel, 8 Int. Boah, war jetzt leider nicht die Bombe. Dann haben wir nochmal ein paar Switcher geholt, eine Segnung. Schauen wir hier nochmal. Nip. 8 Stärke, auch nichts Gutes. Wieder 6 Stärke, auch nichts Gutes, eine Segnung. Kompletter Müll. 4 Stärke, 12 Decks, 8 Int. Nee. Und leider nein. Ist leider nichts reingekommen. Das haben wir dann auch dabei belassen und das Schild auch reingehauen für 27 Won, wenn ich nicht falsch liege. Hier haben wir dann natürlich noch mal einen Shop stehen. Die rote Zodiac-Statuen, Titandioxid kann ich ja jetzt schön verkaufen. Der Bogen ist drin. Wir müssen jetzt gerade nichts mehr ab. Natürlich, wenn wir irgendwann 115 sind, werden wir an unsere Rüstung gehen und die auf 8 ziehen. Da bin ich aber guter Dinge. Wir haben einen mythischen Granat probiert. Der hat auch Wunderbärchen geklappt. Sehr gut. Leider nicht perfekte Bonis, aber den kriegen wir trotzdem gut verkauft. Hier haben wir dann wieder ein bisschen Yang eingenommen, was auch natürlich sehr angenehm ist. Unser Yang-Konto fühlt sich stetig. Ich bin gerade am Überlegen, auf was wir jetzt sparen. Vom Equipment her sieht es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus bei uns. Wir haben jetzt auch ein Band. Wir haben eine Glee für 9. Also vom Equipment her sieht das wirklich gar nicht so schlecht bei uns aus, muss ich sagen. Deshalb bin ich gerade überlegen, auf was wir als nächstes sparen. Kaufen wir, also ich bin dabei dafür, dass wir die 6.7. uns fertig machen mit kleinen Segnungen vom Event. Manchmal große Segnungen aus dem ES. Ja, jetzt ist die Frage, für was geben wir unser Won jetzt aus? Wir sind jetzt gerade Stand 250 Won um den Dreh, fast an die 300. Schreibt mir mal gerne mal in die Kommentare, auf was wir als nächstes sparen sollen. Sollen wir jetzt direkt auf den Brilli-Rubin gehen? Oder. Würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu sind. Damit ich mir vielleicht da ungefähr mal einen kleinen Weg ebnen kann. Und hier hat das Schulterbank geklappt. Und jetzt haben wir das 24%-Dilemma. Werden wir mal schauen, ob wir so viele Bänder brauchen wie der liebe Simply. Grüße an dich übrigens. Ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare wegen dem One, wie ihr da jetzt weitermachen würdet. Ich höre mir die Meinung gerne an und dann überlege ich mir, was ich am Ende mache. Ja. Aber ich hoffe, euch hat die Folge auf jeden Fall wieder gefallen. Falls ja, gerne mal ein Like und ein Abo dalassen. Und ansonsten würde ich mich jetzt schon langsam verabschieden. Das Video endet schon. Waren noch meine letzten Aufnahmen. Ich muss wieder Aufnahmen sammeln. Das heißt, ich muss zocken gehen. Man kennt es halt, ne? Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, ich wünsche euch was. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Genießt das geile Wochenende. Haut da raus, euer SlowDmG.